Und? Wie kommen Sie mit dem Mordfall im Restaurant voran? Wir haben mehrere Spuren, aber noch keinen Verdächtigen. Es gibt da sehr seltsame Ereignisse in diesem Fall. Es war wohl kein vorsätzlicher Mord, aber auch kein Raubmord. Und Ihre Theorie? Das sieht ganz nach einem Psychopath aus. Der Typ hinterließ überall Abdrücke und Blut und es kümmerte ihn nicht, ob er gesehen wurde. Er hinterließ uns fast Name und Adresse. Diese Sorte Typ glaubt von Gott den Auftrag dazu bekommen zu haben. Dazu passt auch, dass er nicht vorsätzlich handelte. Glauben Sie, dass er erneut zuschlagen wird? Um das zu beurteilen, wissen wir momentan noch zu wenig. Er könnte es morgen erneut tun, vielleicht aber auch nie wieder. Ich will diesen Geisteskranken schnellstens hinter Schloss und Riegel sehen. Egal mit welchen Mitteln. Und? Wie geht's weiter? Du fragst bei den umliegenden Krankenhäusern nach, ob sie Stichwunden versorgt haben. Und bei den psychiatrischen Anstalten, ob sie in letzter Zeit irgendeinen Patienten entlassen haben, der zu sowas fähig wäre. Okay, sonst noch was? Ja, das Buch aus dem Restaurant. Garrett hat es dir hingelegt. Versuch, irgendwas rauszuholen. Okay, ich mach mich sofort an die Arbeit. Und was machst du? Ich muss da was überprüfen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, bin ich in engen, geschlossenen Räumen in Panik geraten. Ich krieg keine Luft mehr und habe nur einen Gedanken. So schnell wie möglich hier raus. Ich weiß ja wohl, wie man das nennt. Platzangst. Nun, ich hatte beschlossen, mit allen Mitteln gegen meine Angst anzukämpfen. Ich musste es versuchen. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Keine Panik. Ich atme tief durch und gehe so lang ohne stehen zu bleiben weiter, bis ich den Computerterminal finde. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Raus! Ich versuch's später. Ich werde meine Angst beherrschen. Einfach nicht aus! Thank you.
Ich halte einfach nicht aus. Der Archivterminal. Hier kann ich die Datei einsehen. Die Speicherdateien sind nach Jahren geordnet. Der Fall Kingston ereignete sich in den 90er Jahren, dürfte schnell zu finden sein. Stromausfall. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich überprüfe erst die eine Kassette, bevor ich eine andere nehme. Der Terminal geht nicht an. Da muss es sicher einen Schalter geben. Nichts zum Fall Kirsten. Muss die falsche Kassette sein.
Daten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Nichts zum Fall Kirsten. Muss die falsche Kassette sein. Es hat keinen Zweck. Ich halte einfach nicht aus. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Das müsste es sein. Die Datei ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Robert Mitchell. Carla wollte, dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rausfinde. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich hörte mich bei den Kollegen um und geriet in das Buch Antiquariat eines gewissen Takeo. Entschuldigung. Suchen Sie was? Aha. Du musst mir entschuldigen, wenn ich dir hab warten lassen. Besuch in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Sag mir, was kann ich tun, um Freude dir zu bereiten? Verrückt. Der Typ sieht aus wie der alte Chinese von Gremlins. Während der mir gleich eine Schachtel mit einem Monster schenkt, nehme ich die Beine unter den Arm. Ich habe beim Aufräumen im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Da verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Meine mageren Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich hier verkaufe.
Nun, in Wahrheit bin ich bei der New Yorker Kripo. Du, Einwandereramt? Du, mein Geschäft auflösen? Alle Papiere und Familie sind ganz, ganz, ganz legal. Du überprüfen, kein Problem. Okay, okay, relax. Ich will Ihnen doch gar nichts. Kein Untersuchungsbefehl? Dann raus hier. Das ist Privateigentum. Können Sie es nicht mal ansehen? Solche Bücher haben Sie bestimmt schon gesehen. Ah, oft schon. Ja. Aber mir leid tun, ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Ein Versuch war's wert. Was reingeschrieben. Für meinen Bruder zum 18. Geburtstag. MK. Interessant. Ein Fetzen Papier. Sieht aus wie ein Computerausdruck einer Zahlenliste. Was ist dem aufgefallen? Muss ein Lesezeichen gewesen sein. Guck ich mir im Büro an. Vielleicht ich doch kann was für dich tun. Ein Kunde hat seltenes Buch bestellt. Seit heute Morgen ich danach suchen, aber ich nicht finden. Du das Buch finden, dann ich dir erzählen, was du willst wissen. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie... das hier. Okay, dann will ich mal suchen gehen. Bring dem alten Weisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück und er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte glatt meinen, ich säß von einem Videospiel.
Wenn das Buch, das Sie suchen, hier nicht ist, dann gibt es das wohl auch nicht. Okay, hier ist das Buch. Ah, ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Das falsches Buch. Okay, okay. Ich such weiter. Tausende alter Bücher. Hier mufft's nach Staub und altem Papier. Wo er wohl die Comics hat? Okay, hier ist das Buch. Ah, ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Das falsches Buch. Okay, okay. Ich such weiter. Okay, hier ist das Buch. Ah, ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Das falsches Buch. Okay, okay. Ich such weiter. Der erwartet sich ja schon, dass ich ihm endlich sein blödes Buch bringe. Jetzt kann ich natürlich zurück zur Wache gehen. Aber vielleicht verrät der Keo noch was.